Das Thema Leiharbeit beschäftigt uns mittlerweile im 11. Jahr. 2003 war das Jahr von Agenda 2010, Angriff auf die Tarifautonomie und auch der Deregulierung der Leiharbeit. Das konnten wir nicht komplett abwehren und in den Folgejahren haben wir ganz schnell gemerkt, dass sich da was verändert. Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben haben berichtet, steigender Einsatz von Leiharbeitern. Bundesweit gingen die Zahlen raketenartig nach oben, bis zu 1 Million Leiharbeiter im Einsatz, davon viele bei uns im Bezirk. Als Leiharbeiter weißt du nie, wo wirst du eingesetzt als nächstes, bleibst du hier, wirst du übernommen, du bist nicht kreditwürdig. Angefangen habe ich als Leiharbeiter mit einem 10-Stunden-Vertrag. Dieser 10-Stunden-Vertrag garantierte mir im Monat 10 Stunden beschäftigt zu sein. Und da war natürlich manchmal auch die Angst, wenn die Arbeit nicht da ist, von was lebt man dann? Natürlich, wenn man immer kurzfristige Verlängerungen hat, dann fühlt man sich auch nicht so sicher. Man kommt dann eben nicht weiter, ne? Wenn man die Verdienste sieht, was Festangestellte haben und du als Leiharbeiter, sind doch dann enorme Unterschiede. Was mache ich morgen? Also was passiert morgen? Wo bin ich morgen? Weil in der Leiharbeit hat man meist keinen festen Platz. Man ist überall in Deutschland. Und wenn Sie dann eventuell noch eine Wohnung hier am Bein haben und weiter Miete zahlen müssen, ist das natürlich eine doppelte Bestrafung, weil Sie eh schon weniger Geld verdienen als die Tarifangestellten. Wenn der Kunde als Arbeitgeber eine 40-Stunden-Woche hat, muss ich eine 40-Stunden-Woche tätigen, bekomme aber auch eine 35-Stunden-Woche bezahlt. Wenn kein Einsatz erfolgt, dann werden die vorher angesparten Zeitstunden aus dem Guthaben wieder abgeschmolzen, sodass man im Endeffekt die Flexibilität des Betriebes nicht nur hier, sondern generell in der Leiharbeitnehmerschaft auf die Leiharbeitskolleginnen und Kollegen abwälzt. An der Stellenbörse der Bundesagentur für Arbeit hier in Zwickau kann man sehr deutlich sehen, wo die Leiharbeit hingeführt hat. Wir sehen fast nur Stellenangebote für Leiharbeit, kaum Festeinstellungen direkt in den Betrieben. Und das ist natürlich für Facharbeiter, die nach der Ausbildung hier nicht übernommen worden sind, ein Drama. Nach wie vor sind noch viele dunkle Flecken bei den Zulieferern, wo es eben nicht so ist, wo es noch unterschiedliche Lohngefälle ist und eben quasi die Leiharbeiter gegen die Stammbeschäftigten ausgespielt werden. Wir haben das analysiert, viele Diskussionen geführt, festgestellt, wir haben keine Strukturen, wir haben keine Mitglieder, ist natürlich denkbar schlecht, kampffähig zu werden. Und unsere Analyse war, wir kriegen nur was hin, wenn wir mit den Kernbelegschaften gemeinsam auf Solidaritätskurs gehen, mit den Kolleginnen und Kollegen in Leiharbeit, aber auch aus den eigenen Interessen heraus, um den Angriff auf die Tarifverträge abzuwehren. Wir wollten keine Belegschaften zweiter Klasse zulassen. Frau Merkel hat zwar zurückgerufen, aber das Problem ist nach wie vor unverändert. Offenbar ist nach wie vor auch noch die laue Leiharbeitsquote. Man versucht jetzt mit der IG Metall zusammen Einfluss auf den Kunden zu nehmen, was aber gar nicht so einfach ist. IG Metall hat dafür gesorgt, dass wir uns organisieren, dass wir mehr Selbstwertgefühl haben für das, was wir machen, dass wir mehr wert sind als reine Lohnsklaven. Dass wir miteinander da sind, also dass wir miteinander Sachen erstreiken können, dass wir stark miteinander sind. Wir sind zusammengewachsen mit den Leiharbeiterkollegen, weil wir haben das so gestaltet, wir sind ein Team, wir halten zusammen. Und nur zusammen können wir was bewirken. Wir hatten fast 100% gehabt von den Leiharbeitern, die eben halt in der IG Metall waren. Damit hatte man eben halt einen Trumpf in der Hand. Also wir hatten die Hindernisse, dass wir uns die Betriebsvereinbarung hart erkämpfen mussten. Die ist uns nicht geschenkt worden und das haben wir auch vom Werksturm mit unseren Kollegen durchgesetzt. Ich glaube, es ist uns gelungen, unserer Belegschaft zu erklären, dass gegen Leiharbeit was zu tun ist, eigentlich für ihren Arbeitsplatz ist und nicht gegen ihren Arbeitsplatz. Weil wenn wir das zulassen als Betriebsrat und Gewerkschaft, dass es immer mehr Leiharbeiter gibt, wird jeder Stammbeschäftigte, der irgendwie weggeht, aus Altersgründen ausscheidet, nicht mehr durch einen Stammmitarbeiter oder eine Übernahme von einem Azubi ersetzt, sondern ganz einfach weiter durch Leiharbeit. Und irgendwann sind wir mal in 20, 25 Jahren nur noch Leiharbeiter. Vorrangiges Ziel war natürlich, Strukturen zu schaffen, weil nur mit organisierten Kolleginnen und Kollegen und mit guten Strukturen können wir Kämpfe ausfechten. Das heißt, wir haben Leiharbeitsbeauftragte in den Betrieben qualifiziert, wir haben eine Tarifkommission gebildet und wir haben angefangen, die Kolleginnen und Kollegen in Leiharbeit zu organisieren. Wie wir heute wissen, erfolgreich.
Bundesweit hat die IG Metall inzwischen über 40.000 Mitglieder in Leiharbeit, im Bezirk über 4.000. Das ist das Ergebnis unserer Anstrengungen. Darauf bin ich und sind wir alle sehr stolz. Im letzten Jahr ist es uns gelungen, Tarifverträge abzuschließen. Gemeinsam mit den Leiharbeitsbelegschaften und den Kernbelegschaften in den Metallbetrieben haben wir es geschafft. Darauf sind wir auch ein Stück stolz. Da ist Geld in die Taschen der Leiharbeitnehmer gekommen und mehr Rechte gleichzeitig auch erkämpft worden. Das ist ein gutes Ergebnis. Es gab Zeiten, da hatten wir Leiharbeiterstand für um die 50%. Mittlerweile sind wir bei ca. 750 Angestellten, haben wir noch eine Leiharbeitsquote von 35%. Wir hatten dann aber durch gute Argumentation und ein Zusammenpaket eben halt mit dem Mindestlohn von 8,50 Euro einen Abschluss geschafft. Also es war der erste Abschluss in der Leiharbeit über den Mindestlohn und eben halt den Abschlag des Ostlohns, das da weggefallen ist. Wir haben viele Vergünstigungen, die auch die Leihmitarbeiter bei uns bekommen haben. Die haben Vergünstigungen, Kantinenesser haben wir zum selben Preis bekommen wie wir. Arbeitsschutzschuhe, Arbeitskleidung, alle die ganze PSA. Wir haben eine Betriebsvereinbarung erkämpft und in der ist schon einiges gut geregelt. Unsere Leiharbeiter werden nach einem halben Jahr übernommen, wenn die Stelle weiterhin besetzt wird. Dieser Ergänzungstarifvertrag sagt aus, dass die Leiharbeitnehmer in den BMW-Werken den gleichen Grundlohn bekommen wie die BMWler. Und das ist im Monatsentgelt lediglich nur noch ein Unterschied von 10%. Das klingt jetzt viel, aber von dem Wissen, wo wir mal hergekommen sind, ist es ein Erfolg. Und wir haben wirklich bewirkt, dass wir 400 Leute bei der Siemens AG im Schaltwerk übernommen haben. Und das ist ein Top-Wert. Und es dürfen nicht mehr wie 10% beschäftigt werden im Verhältnis zur Stammbelegschaft. Und das regelt schon viel und nimmt auch schon viel Ängste bei den Kollegen und aber auch bei den Leiharbeitern, weil die werden nicht mehr ausgenutzt. Ich merke auch bei uns teilweise schon, dass zumindest überlegt wird, ob man überhaupt Leiharbeiter nimmt. Also es ist schon eine Preisfrage schon mittlerweile geworden. Also es hat sich was verändert. Wir sehen jetzt, die Arbeitgeber machen neue Angriffe. Werkvertrag ist das Motto. Und wir müssen jetzt den gleichen Weg gehen mit den Werkvertragsbelegschaften. Klare Bestandaufnahme in den Betrieben, Betriebspläne entwickeln, Betriebskataster. Wir müssen wissen, wer in den Betrieben ein- und ausgeht, welche Betriebe dort tätig sind. Und dann geht es ran in die Gespräche, in die vertrauensbildenden Maßnahmen mit den Kolleginnen und Kollegen. Die müssen sich organisieren. Wir helfen bei Betriebsratswahlen und dann werden wir gute Arbeit und guten Lohn auch für die Werkvertragsbelegschaften herstellen, so wie wir es bei den Leiharbeitsbelegschaften hingekriegt haben. Nur gemeinsam sind wir stark. Das ist die Lehre aus dieser Bewegung und da bleiben wir dran. Die nächsten Schritte für die IG Metall müsste eigentlich sein, ein Equal Pay für Leiharbeiter zu erreichen. Also nicht nur eine gleiche Bezahlung in Lohn, sondern eine Auszahlung von Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Gewinnbeteiligung etc. Das Ende ist erreicht, wenn es die Gleichstellung gibt für die Leiharbeiter, die 1 zu 1, und zwar am ersten Tag, so wie jede Neueinstellung als Stammmitarbeiter behandelt wird, so muss, wenn es Leiharbeit gibt, auch das für die Leiharbeiter gelten. So, jetzt haben wir noch ein anderes Problem. Leiharbeit haben wir einigermaßen geregelt, jetzt kommen die Werkverträge. Da gibt es wieder für uns, die Werksverträge haben, wäre ich dann bei Leihfirma geblieben, wäre wahrscheinlich sicher für mich. Da habe ich ja noch unbefristeten Vertrag gehabt. Wir sind froh als BMW-Betriebsrat auch, dass das Thema jetzt endlich auch Gehör findet. Nicht bloß bei Gewerkschaften, sondern auch in der Politik. Weil das ist für uns das Schlupfloch, die teurer gewordene Leiharbeit zu umgehen, weil das ist zu schwierig reguliert aus Management-Sicht und dann einfach zu sagen, ich vergebe Pakete nach draußen und hole mir das Geld dort wieder, was ich bei den Leiharbeitern momentan wieder zuschieße. Wenn wir hinkriegen, das Thema Werkverträge auch über Tarifverträge zu regeln, dann wäre für alle Kollegen das Ding in trockenen Tüchern. Aber ist noch nicht das Ende. Wir machen noch weiter. Wir werden auch weiter die Bevölkerung aufklären. Das ist unsere Marschroute.